Ich freue mich jetzt. Freut euch gemeinsam mit mir auf jemanden, den ich auf YouTube entdeckt habe. Und ich finde sie absolut großartig. Wir haben das in der Redaktion zusammen geguckt, das Video, und wir haben uns schlapp gelacht. Sie ist eine Poetry-Slammerin und sie kommt aus Hannover. Und bitte begrüßt auf der Bühne die wunderbare Ninja La Grande. Schön, dass du da bist, Ninja. Danke. Das ist schön, dass du da bist. Toll, dass du es einrichten konntest. Wir haben wirklich sehr gelacht über dein Video. Aber man muss natürlich eine Sache ansprechen, wenn man dich so sieht. Du trägst Brille? Ja, sehr gerne sogar. Ja, das ist sehr cool. Das finde ich sehr, sehr gut. Nein, du bist kleinwüchsig. Gut erkannt, ja. Ja, das ist richtig. Der biologische Fachterminus ist kleinwüchsig, aber mein Name ist Ninja. Also du kannst auch einfach Ninja sagen. Ja. Hör mal, darauf einigen wir uns. Habt euch lieb. Toll, dass du da bist. Und du bist Poetry Slammerin? Genau. Und du fandest das mit den nachgestellten Kunstwerken, fandest du so toll. Fand ich und, ganz geil, genau. Und wir waren gerade dabei, das zu machen. Hast du gesagt, komm, mach doch einfach mal mit. Und wir haben uns ein paar auch noch zusammen angenommen, ein paar Kunstwerke. Wir schauen mal rein, was Ninja und Luke so gemeistert haben. Das ist vorher. Und nachher. Du bist kein Wir haben noch eins nachgestellt, was auch sehr, sehr berühmt ist. Das hier, diese. Oh. Hat meine Mama als Postkarte zu Hause im Spiegel hängen. Und auch da haben wir uns eine Version angenommen. Zack! Finde ich echt schön. Ich finde das mit meinem Favorit eigentlich. Eigentlich auch mit meinem Favorit. Ich glaube, das druckt das aus und tu das einfach meiner Mutter in den Spiegel. Dann hat die das viel cooler als das Original. Aber wenn man schon mal klassische Kunst nachstellt, Ninja, dann darf man natürlich ein Kunstwerk, was unsere Zeit so beeinflusst hat wie kein anderes, darf man nicht außer Acht lassen. Richtig. Ja, wir haben es nachgestellt. Einmal hier, Pinky und der Brain. Ja. Jetzt natürlich die Frage, wer ist wer? Wir gucken mal rein. Zack. Jawohl. Pinky und der Brain. Sehr schön. Du hast jetzt schon mal einen riesen Applaus verdient. Toll, dass du da mitgemacht hast. Du bist Poetry Slammerin. Richtig. Also Poetry Slam ist ja so ähnlich wie Stand-Up-Comedy, aber es ist irgendwie auch anders. Kannst du mal erklären, was die Unterschiede sind? Der Unterschied ist, dass man ein Zeitlimit hat. Was bei Stand-Up-Comedy wünscht man sich das ja nicht. Gänse. Und dass die Texte, die sind selber geschrieben und die Leute treten eben gegeneinander an. Ja, man hat Zeit und man liest also quasi, man schreibt Texte. Genau. Und man liest dann die vorgetragenen Texte vor. Richtig. Und dann im Wettstreit gegeneinander an. Deinen Text habe ich auf YouTube gesehen. Ich fand ihn absolut großartig. Jetzt wollen wir mal sehen, was du drauf hast. Hier ist für euch Poetry Slammerin Ninja La Grande! Ah. Riesenapplaus für Ninja La Grande! Vielen Dank, sehr rücksichtsvoll von Luke. Ich habe einen Text mitgebracht für alle, die schon einmal beim Gynäkologen waren. Oder für die, die da niemals hin möchten. Er heißt Babys für die Gesellschaft. Es ist 7.45 Uhr und ich habe bis jetzt weder etwas gegessen noch einen Kaffee getrunken. Alles, was ich will, ist ein Rezept für die Pille, die Antibabypille. Nun hat meine Frauenärztin einen guten Trick am Start. Immer wenn man ein neues Rezept benötigt, muss man sich auch untersuchen lassen. Weil ich aber erst kurz vor knapp merke, dass ich ein neues Rezept brauche, sitze ich so früh in diesem Wartezimmer und muss mit einer Vertretung Vorlieb nehmen. Das ist sehr schade, weil ich meine Frauenärztin mag. Sie lobt mich immer für meine Brüste. Das finde ich nett. Wer macht das sonst im Alltag? Der Stuhl in ihrem Praxisraum ist nicht höhenverstellbar. Ich stehe untenrum völlig nackt, ratlos vor dem Stuhl herum. Mein unterer Körperbereich findet diese Situation etwas unangenehm. Ja, ups, das tut mir leid, da müssen Sie jetzt irgendwie draufkommen. Sie zieht ihre Gummihandschuhe an und wartet. Nicht nur, dass ich für ein dusseliges Rezept so früh und halbnackt hier antanzen muss, jetzt soll ich auch noch Sport machen. Also kraxele ich untenrum schon fast eingefroren den Stuhl hoch. Frau Doktor tastet alles ab und schiebt mir das Ultraschallgerät in den Körper. Haben Sie Kinder? Nein. Ist das Absicht? Was? Na sicher, die Frau hat mich vor 2 Minuten kennengelernt, bohrt mit einem Gerät in mir herum und will jetzt auch noch Smalltalk machen. Ja. Naja, Sie sind schon 31, das ist korrekt, sage ich. Wollen Sie Kinder? Ja, in 1 bis 2 Jahren. Lassen Sie sich damit nicht mehr so viel Zeit, ruft sie entsetzt. Bitte? Ich bekomme Angst. Vielleicht ist irgendwas kaputt und sie hat das gerade entdeckt. Oder in 2 Jahren sind Kinder nicht mehr verfügbar. Kann aber auch nicht hektisch aufspringen. In mir steckt ein glitschiges Ultraschallgerät und vom Stuhl muss ich auch erstmal wieder runterkommen.
Die Gesellschaft denkt, sie könnte immer später Kinder kriegen, aber das ist nicht so. Was ist denn los? Warum gerate immer ich an so komische Menschen? Meine allererste Frauenärztin sprach beim Abtasten, ach hoch, Ihre Gebärmutter ist ja ganz klein. Ach nee, schau mich doch mal an, ich bin insgesamt ganz klein. Oder die andere Ärztin, die bei einer Untersuchung plötzlich ausrief, süß, ach da ist ja was. Und mir Schweißperlen auf die Stirn trieb. Was ist, fragte ich damals hektisch. Ach, ich habe nur eine kleine Zyste gefunden, kein Problem, die beobachten wir in der nächsten Zeit. Das finden Sie süß, Herrgott. Na ja, sie ist so klein und ich habe sie trotzdem gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Okay, ich denke drüber nach, antworte ich Frau Doktor auf Ihren Verbesserungsvorschlag hinsichtlich meiner Familienplanung. Zur Belohnung bekomme ich endlich mein Rezept. Kurz denke ich darüber nach, zukünftig wie die alten Römerinnen zu verhüten, nach dem Sex schnell hinhocken und niesen. Dann stelle ich mir aber die Reaktion meines Gegenübers vor und verwerfe die Idee wieder. Stattdessen schreibe ich eine SMS an den Mann. Ich komme jetzt nach Hause. Du musst mir ganz schnell ein Baby machen. Für die Gesellschaft. Dankeschön. Viel Applaus, Nina Lagrande! Dankeschön, schön, dass du da warst. Ciao!